Willkommen zurück zu World of Warcraft. Beim letzten Mal waren wir in der Instanz Scharlachrotes Kloster, im ersten von vier Teilen. Und heute werden wir erstmal weiter questen, weil wir haben ja jetzt hier noch so ein paar Quests, die wir jetzt erledigen sollten. Das werden wir jetzt auch. Hier haben wir einen Menschenhexenmeister. Der ist mir jetzt aber nicht feindlich gesinnt, glaube ich. Weil der hat auch kein PvP aktiv. Ja, das wird schon. Irgendwie. So, die Frage ist halt jetzt, wo, wieso, weshalb, warum und wo sind die Tiger? Wo sind die Tiger? Ich muss die Tiger töten. Da ist was? Aber das hat er gerade getötet. Auch ein alter Schlingendorn-Tiger kann ich nicht gebrauchen. Da haben wir doch einen, den wir gebrauchen können. Ja, mal ran an den Speck hier. Da haben wir auch ein Erz. Können wir da auch gleich einsammeln. Wenn wir schon mal hier sind, ne, dann aber auch richtig. Keine halben Sachen hier. Wir brauchen immer noch eine bessere Einhandwaffe. Entweder wir kriegen mal endlich eine durch eine Quest hier oder so. Oder ich drehe noch am Rad. Oder wir schauen im Auktionshaus. Oder wir schmieden uns eine. Oder 42. Geht zur Not auch. So, der Tiger ist down. Hat auch nichts gedroppt. Und sollte auch der Tiger was droppen. Also wirklich. Das geht auch nicht. So, wo ist jetzt der Tiger? Also der nächste halt. Und wieso hast du das jetzt hier nicht eingesammelt? Da unten streunt einer rum. Na dann mal ran da. Haufen Allianzler, die hier irgendwie unterwegs sind. Die wahrscheinlich auch nur das eine wollen. Mich töten. Wenn die mich sehen, dass ich da bin. Dann haben die wahrscheinlich gar nichts anderes vor. Aber egal. Wir kriegen das schon noch hin, dass wir so mehr oder weniger unsere ganzen Quests hier irgendwann mal durchkriegen. Für die Raptoren muss ich ja jetzt, glaube ich, da unten hin, ja genau. Muss ich dann hier im Anschluss machen. Da läuft hier so ein Trollschamanen rum. Level 39. Da muss ich einmal hinkommen, das dauert jetzt wahrscheinlich noch so ein paar Wochen. Gefühlt. Wahrscheinlich auch tatsächlich so ein paar Wochen. Aber mal gucken. Früher oder später werden auch wir maximal Level erreichen. Ja, und wir wissen ja, dass wir, der Weg ist das Ziel. Ich weiß, ich bin jetzt gerade an einen Tiger vorbeigelaufen. Aber ich will auch die Erze haben. Ihr wisst es ja. Ich hasse mich selbst dafür. Aber was soll's. Ist halt so, ne? Müsst ihr euch mit abfinden, dass ich halt hier immer jedes Erz haben will. Oder fast jedes. Nicht jedes, aber halt fast jedes. Ja, es war klar, dass du jetzt hier ankommst. Geh verrecken. Geh doch einfach mal verrecken. Alter. So. Dem Moment, wo ich klicke, ist es dann oftmals dann deaktiviert. Nicht mehr anklickbar. Na, passiert. So, nächste Erz. Und das dritte Erz. Das reicht dann aber langsam, ne? Ja. Das andere Erz, was da auf der Karte ist, ist ja nach wie vor irgendwo im Berg drin. Also für uns nicht zu erreichen. Ah, naja, irgendwo muss man halt Abstriche machen, wenn man schon fast jedes Erz mitnimmt, ne? Man kann nicht alles haben. So gern ich es auch wollen würde, aber nö. Einfach mal nö. Da sagt das Spiel einfach mal nö. Du kannst dich gerne 30 Stunden damit beschäftigen, hier an das Erz zu kommen, aber nö. Nö, 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 nö. So, vier Tiger noch. Ich glaube nicht, dass ich in dieser Gegend hier irgendwas finde, wenn hier das Gebiet mir schon sagt, irgendwo in der Richtung ist es. Dann wird es schon nicht woanders sein, ne? Strauchtee, Panther. Wo sind denn die Tiger? Ja, irgendwann heißt es halt auch in der realen Welt, wo sind denn die Tiger? Wenn die mit ihren Tierjagdgedönsdingen da immer so weitermachen und bedrohte Tierarten immer weiter ausrotten, dann heißt es irgendwann, ne? Also, wo sind denn die Tiger? Das ist nicht lustig, das ist eine Tatsache. Ne, und naja, ich verstehe sowieso nicht,
was halt die Leute an dieser Tierjagd manchmal immer so toll finden. Man, hier ist halt Spiel und brauchst du für eine Quest, das ist was anderes. Draußen in der realen Welt, das, was ich nicht so gerne mache, da ist nicht Spiel und da gibt es keine wirklichen Quests. Wobei indirekt vielleicht schon, wenn man es so auslegen will, dann ist eigentlich das ganze Leben eine Quest. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, jedenfalls, ich persönlich verstehe halt nicht, was die Leute halt so toll finden an, was weiß ich, hier so Elfenbein-Gedönsdingens von Elefantenstoßzähnen oder sowas. Oder sich so ein Tigerpelz einfach mal irgendwo ins Zimmer legen und sowas. Ich weiß nicht, was die Leute daran so toll finden. Weil ich verstehe es einfach nicht. Aber wahrscheinlich gehört das in dieselbe Kategorie von Unsinnigkeit, wie irgendwelche Klamottenmarken toll zu finden. Ne, ohne dass da jetzt wirklich so ein Nutzen dran ist. Was ja auch so ein elendiges Thema ist, diese ganze Klamottengehabe, was so eine reine Geldmacherei ist. Ne, weil, ne, weiß ja nicht, ob ihr schon mal in so einer Fabrik gearbeitet habt. Ja, also ich persönlich nicht, aber ich weiß halt, wie es dort abläuft. Ne, du kriegst diese Hosen zugeschickt, die aus bitte hier beliebiges Land einfügen, aus Fernost kommt, kriegst halt zugeschickt. Und dann geht es da in so eine andere Firma rein, die da halt einfach nur die Embleme drauf schneidert von Firma so und so. Ja, also beispielsweise, jetzt nochmal verständlich, bekommst eine Hose aus Bangladesch. Ne, kommt in eine große Firma, wo halt mehrere Drucke sind von was weiß ich, wie heißen hier so eine Hosenmarke. S. Oliver, Hugo Boss, keine Ahnung. Ne, ich kenne mich mit sowas nicht wirklich aus. Ne, und diese Firma näht halt sämtliche Etiketten an diese Hosen dran, auch wenn es mehr oder weniger dieselbe Hose ist. Ja, nur die eine kostet halt 10 Euro, die andere kostet 100. Obwohl es dieselbe Hose ist, mit einfach nur anderen Marken Gedöns-Schnipsel dran. Und das ist wirklich schon schlimm. Weißt du, und da verstehe ich halt nicht, wieso diverse Leute dann sagen, ach, meine Hose ist von, bitte hier beliebige teure Marke einfügen. Ne? Und deine Hose, ach, die ist von Kick. Ne? Und wenn man dann genau hinguckt, es ist die gleiche Hose. Die gleiche. Nicht immer, aber halt schon in einigen Fällen kommt das wirklich so vor. Ne? Also, da verstehe ich es halt einfach nicht. Wieso die Leute halt, dadurch, dass halt mehr Geld bezahlt haben für dasselbe Produkt, sich als wesentlich besser darstellen und sowas. Weißt du, auf der anderen Seite müsstest du eigentlich sagen, ja, GZ, du Trottel, du hast mehr Geld für dasselbe ausgegeben. Ne? Also, so sehe ich das zumindest. So, ne? Ich bin nach wie vor kein Markenfreund. Ich kaufe meine Hosen und andere Klamotten von da, wo ich sie toll finde. Ne? Also ich kaufe mir halt sehr kein T-Shirt, weil das von dem und dem Hersteller ist. Aber halt nur, weil mir das T-Shirt an sich gefällt und es ist mir egal, was das für eine Marke ist. Ja, auch wenn ich damit wahrscheinlich auch den Dingens vorantreibe da in diese unterbezahlten Kinder da, dass die auch nach wie vor unterbezahlt bleiben und sowas. Aber irgendwer muss auch diese Unterbezahlung bezahlen. Das sind wir. Ja, aber nun gut. Das ist sowieso so ein leidiges, endloses Thema, das nie aufhören wird. Was ist mit dir hier? Na, Tok. Steht auf der Stelle. Interessant. Nicht, dass wir jetzt gleich noch einen Serverabsturz kriegen oder sowas. Ja, ne? Also Marken sind für den Arsch. Nicht nur, wenn es eine Hose ist. Meine Meinung. Ganz klar meine Meinung. Ne? Ich sage nicht, dass es die Meinung ist von jedem. Wenn ihr auch unbedingt eine Marke haben wollt, dann bitte kauft sie euch. Ist mir egal. Ja, aber meine Meinung ist halt, man braucht es nicht. Ne? Oder auch Schuhe. Schuhe, oh, Schuhe. Ne? Es gibt Leute, kaufen sich alle paar Tage gefühlt neue Schuhe. Ja,
Und ich kaufe mir neue Schuhe, wenn ich sie nicht mehr zum Arbeiten gebrauchen kann. Ne? Ich meine, ich habe ein extra Paar, das ich jetzt anziehe, wenn ich jetzt nicht auf der Arbeit bin, sondern halt so privat unterwegs bin. Ne? Aber jetzt so, es gibt Leute, die kaufen sich für die Arbeit jedes Mal neue Schuhe, weil, keine Ahnung, sie sind eine Woche getragen. Wenn meine Schuhe miefen oder wirklich so durchlöchert sind, dass du die einfach nicht mehr in der Öffentlichkeit tragen kannst, dann wiederum sage ich auch, jupp, ne? Neue Schuhe. Na, aber wenn jetzt da so die Farbe ausgeblichen ist oder sowas, oder keine Ahnung, schon leicht ausgeleiert ist, kann man noch tragen für die Arbeit. Na, aber das ist, wie gesagt, meine Meinung und meine Art von ich trage Schuhe. Ja, auch bei Schuhen, da ist es mir egal, wie teuer sie sind. Da gehe ich grundsätzlich eigentlich eher fast schon den billigsten und bin damit bisher immer zufrieden gewesen. Hab mir im Schuhladen auch mal so spaßeshalber mal hier so teure Schuhe angezogen, einfach mal um zu wissen, ist das jetzt tatsächlich besser? Fühlen sich meine Füße in diesen teuren Schuhen da besser an? Fühlen sie sich teuer? Und nein, er fühlt sich an wie ein Schuh. Ja, also vielleicht sehe ich das auch ein bisschen zu drastisch. Weiß ich nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Aber ich persönlich halte von diesen Markendingens überhaupt nichts. Ne? Ah, nun gut. Genug gelästert über irgendwelche Marken. Wie bin ich jetzt eigentlich darauf gekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Egal. Hauptsache, wir haben jetzt hier unsere Tigerchen endlich mal tot. Ach ja, mit Tiger und Tod machen. Ja, ja, trauriges Thema. Ja, ne? Also, liebe Leute da draußen, tötet keine Tiger, wenn ihr sie seht. Lasst euch töten, das ist wertvoller für die Tiergesellschaft. Ja. 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 Ich beantworte gerade einfach nur eure gedanklichen Fragen. Ja, gut. Hätten wir es geklärt. Ja, also ein Menschenleben gegen ein Tierleben. Vielleicht nicht immer, aber doch, immer. Nahezu immer. So, jetzt will ich da aber an dein Erz ran. Hab hier aber auch schon wieder so einen Tiger am Arsch. So. Ja, komm, leck mich fett hier. Das ist ein Mensch-Hexenmeister. Warum dreht er sich so in meine Richtung? Ich kann es dir nicht sagen. Was zaubert er da? Ein Leerwandler. Na, super. Ach, jetzt hat er auch noch PvP aktiviert. Ja, willst du mich verarschen? Nee, danke. Ich nehme mein Erz und verzieh mich. Ich kann sie nicht mal in Ruhe questen, außer dass halt jemand hier seinen PvP-Status einfach umstellt. Ich weiß ja nicht warum. Wissen die Leute etwa, dass ich leicht zu töten bin? Kann sein. Gut. Wir brauchen nicht die alten Schlingendorn-Tiger hier, sondern wir brauchen die Raptoren. Dann brauche ich ja noch 4. Aber das kriegen wir hin. Ach ja, die schmeißen einen ja so toll um. Yay. Und den Waffen in einen. Ich weiß nicht, was noch alles. Oh, jetzt kommt da so ein Tigerchen wieder an. Ist doch nicht wahr. Also mein Appell heute für eine bessere Menschheit. Tötet weniger bedrohte Tierarten. Könnt mal wegen Käfer töten oder sowas. Wenn ihr unbedingt was töten wollt, was tierisch ist oder so. Keine Ahnung. Tötet mehr Käfer, ne? Und, ja. Kauft euch Marken nur, wenn ihr sie unbedingt braucht, wenn ihr euch dadurch besser fühlt. Ne? Also. Ich persönlich brauche es nicht. Wie gesagt, ich überlasse es jedem selbst seine Entscheidung, ob er es braucht, wenn er sich dadurch besser fühlt. Soll mir recht sein, ja? Also ich will euch jetzt nicht unbedingt ausreden, so nach dem Motto, Marken brauchst du nicht, sondern halt,
das ist teilweise einfach unnötig. Außer halt, der einzige Aspekt dadurch ist halt, es kurbelt die Wirtschaft etwas an. Aber an sich ist es sowieso Ausbeuterei. Sowohl von der Kundschaft als auch von der Herstellerseite aus. Meine Meinung wieder. Wobei, es sind sogar Tatsachen in diesem Fall. Ne? Weil Ausbeuterei, ganz klar, bei den Kindern, die es da irgendwo in Thailand herstellen. Und bei uns halt, weil du kriegst dieselbe Hose, wie ich schon im Beispiel erwähnt hatte, bei, keine Ahnung, bei hier bitte günstigen Textil-Discount einfügen. Und das ist dann doch irgendwo, finde ich persönlich, für den Verbraucher mehr oder weniger eine Ausnutzung. Aber wie immer, meine Meinung. So, jetzt reicht es aber wirklich hier in Sachen Textil. Bin sowieso kein Textilfreund. Warum rede ich dann eigentlich die ganze Zeit darüber? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, um irgendwie die Questerei hier irgendwie vorüber zu kriegen. Wir gehen jetzt zurück zu Nessing Valleys Lager. Und dann schauen wir mal. Dann können wir jetzt, glaube ich, drei Quests sogar abgeben. Wow! Mensch, das gibt ja fast ein Level-Up. Haben wir schon Level... Oh, wir haben Level 33 schon erreicht. Hammer. Richtig Hammer. Nun gut. Umso besser. Umso schneller erreichen wir irgendwann mal Level 80. Hoffe ich. Glaube ich. Ach, ich weiß doch auch nicht. So, hier nochmal vorbeidüsen. Hier entlang düsen. Und wir sind fast da. Wir sind fast da, wir sind fast da. So, da drüben stehen schon Zeltsche. Ich frage mich eigentlich, warum ich hier keine Quest bekomme mit Krokodile töten. Weil eigentlich gibt es ja auch eine Quest mit Krokodile töten. Okay, vielleicht kommt das noch. So, mal so, die Pantherjagd hier. Dann hier beherrschende Tigerjagd. Und beherrschende Raptorenjagd. Gibt's jetzt auch nochmal. Und dann hätten wir das dann auch schon. Dafür müssen wir jetzt hier auch nochmal hier durch die halbe Welt. Ja, einfach weil weitere Schattentatzenpanzer, das sind die. Panther. Die Scheiße. Das sind Panther, die sich unsichtbar machen. Hier haben wir dann die Dschungelpirscher. Und die alten Schlingdon-Tiger. Mal los. So viel zum Thema. Es gibt bald ein neues Level-Up. Das hat jetzt hier 3% oder 6% oder sowas gebracht. Das war schon mal mehr. Habe ich eigentlich mal einen Talentpunkt verteilt? Oh, wir haben sogar zwei Talentpunkte nicht verteilt. Nein. Ja. Nochmal so. Und nochmal. Und dann haben wir das schon mal. Haben wir dann eine Abklingzeit von nur 4 Minuten auf den Schildwall. Das ist okay, damit kann man arbeiten. So, jetzt wieder an den ganzen Trollen hier vorbei. Auf zu alten Schlingdorn-Tigern. Und dann mal gucken, dass wir das dann irgendwie überleben. Da haben wir auch schon einen. Yay! Well. Na, also nach wie vor Schlingdorn, Raptoren und Tiger und Panther töten. Ist jetzt aber die letzte Quest, wo wir halt wirklich so viele davon töten müssen. Danach gibt es halt jeweils nur noch eine Quest, wo wir halt einen Obermotz von denen töten sollen. Also ein Tigeranführer, Raptorenanführer und Pantheranführer. Und dann haben wir diese Questreihe hinter uns. Yay! Und ich denke auch, das kriegen wir noch hin. Haben wir mal eine Questreihe beendet. Muss ja auch mal so zur Abwechslung sein. Ne? Geht ja nicht immer nur, dass wir uns durch eine Inni oder sowas hier hindurch schmuggeln. Nee. Wenn schon, denn schon, ne? So, was ist da eigentlich die nächste Inni? Apropos, ne? Inni, was uns in Hause steht hier. Das nächste ist dann Scharlachrote Kloster, die Bibliothek. Machen wir dann auch demnächst. Ich denke, wenn wir... Ja, nächste Folge machen wir halt hier die Questreihe auf jeden Fall zu Ende. Und danach könnte man dann halt wirklich in Angriff nehmen, die nächste Instanz mal zu besuchen. Einfach weil, ne? Müssen wir ja auch durch. So, du da. Bleib mal schön da, ne? So, immer schön fester drauf.
Immer schön fester drauf, immer schön fester drauf. So, ich wünschte echt, ich hätte mal eine neue Waffe, weil da mache ich definitiv mehr Schaden. Habe ich ja auch nicht gedacht, dass halt die Waffe wirklich so viel vom Grundschaden her ausmacht. Da ist mir mal aufgefallen irgendwann, da hatte ich halt relativ schlechte Waffen im Looking for Weight. Und das restliche Gear und sowas war eigentlich für damalige Verhältnisse wirklich schon sehr gut. Ich weiß nicht, war glaube ich Anfang von Mist of Pandaria oder sowas. Und da habe ich dann halt die neuen Waffen bekommen und dann habe ich so viel mehr Schaden gemacht. Schon die ganze Zeit so gewundert, warum machen die anderen so viel Schaden? Ja, weil meine Waffen einfach scheiße waren. Ne, wie gesagt, der Rest war halt alles sehr gut, aber halt an den Waffen fehlte es. Hier und dort, überall. Aber so ist das manchmal. Manchmal hast du halt einfach kein Glück und bekommst keine Waffe. Solange wir hier noch mal eine neue Waffe bekommen, bevor wir jetzt Level 60 erreichen, bin ich ja schon zufrieden. Aber die ist ja noch für Level 15 und sowas, ne? Oh, 20, okay. Also trotzdem 13 Level drüber. Oh, 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 das sieht nicht gut aus. Habe ich nicht auf meine Gesundheitsanzeige geachtet, als ich hier gedings habe. Gut. Dann würde ich mal sagen, ich mache jetzt eine kleine Apfelpause hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play World of Warcraft. Bis dahin, viel Spaß euch noch und vielen Dank fürs Zugucken. Tschüss.